Ich werde diskriminiert und gezielt fertig gemacht. Das sagt eine Ärztin über die Situation an ihrem Arbeitsplatz im AKH. Sie klagt jetzt die MedUni und die Republik auf Schadenersatz in Höhe von 240.000 Euro. Und sie ist offenbar nicht die Einzige, die sich gemobbt fühlt. Nach Berichten über den Prozess haben sich jetzt weitere AKH-Mitarbeiter bei dem Anwalt gemeldet, der die Chirurgin vertritt. 11 Ärztinnen und Ärzte und medizinisches Fachpersonal geben an, Opfer von Mobbing zu sein. Arbeiten im AKH, grauenhaft, nur unter massivem Druck und von einem ständigen Angstgefühl begleitet. So beschreibt die Thoraxchirurgin, die ihren Namen nicht im Fernsehen nennen möchte, ihre Zeit im AKH, als Mobbing ihren Arbeitsalltag bestimmt. Ich habe innerhalb von wenigen Wochen weniger operiert, weniger interessante Fälle operiert. Es hat sich darin gezeigt, dass mir zunehmend das Reden verboten wurde. Und was ich als besonders belastend empfunden habe, war die zunehmende Isolierung. Kollegen und auch Vorgesetzte sollen das bemerkt, aber aus Angst geschwiegen haben. Sie fühlt sich im Stich gelassen und leitet juristische Schritte ein. Zusammen mit ihrem Anwalt klagt die Ärztin auf Schadenersatz. Jetzt melden sich innerhalb der letzten beiden Tage noch weitere Mitarbeiter mit ähnlichen Vorwürfen bei ihrem Anwalt. Es sind Menschen dabei, die den Fall meiner Mandantin bezeugen. Es sind aber auch solche dabei, die ihre eigene Geschichte zu erzählen haben. Mit den Vorwürfen der Ärzte konfrontiert, gibt es dazu von der Medizinischen Universität eine schriftliche Stellungnahme. Jedem Vorwurf, der an uns herangetragen wird, wird ernsthaft und sorgfältig nachgegangen. Und verweist auf den Betriebsrat und andere vertrauliche Ansprechstellen für Mitarbeiter. Der Chirurgin habe man, sagt sie dort, aber nicht ernsthaft weitergeholfen, der Grund, warum sie sich einen Anwalt nimmt und ihren Fall öffentlich macht. Ich hoffe, dass ich einigen Menschen Mut machen kann, sich zu wehren. Und der Mut der Ärztin hat sich für sie insofern schon bezahlt gemacht, als dass der oberste Gerichtshof entschieden hat, Teile des schon laufenden Prozesses müssen wiederholt werden, weil wichtige Zeugenaussagen noch nicht gehört wurden. Das Verfahren der Chirurgin wird sich deshalb noch länger hinziehen. Nächster Verhandlungstermin ist dann Ende November.